Hallo und herzlich willkommen zurück in der Bruthöhle des Muschiklaus, die aber irgendwie anders aussieht, als ich die in Erinnerung hatte. Also diese leckeren Happen, die waren damals nicht da. Auch das, was hier so runterhängt, das sieht ja... Ja, das sind so einfach Menschenhälften, die guten, leckeren Menschenhälften. Und da kriege ich auch gleich wieder Hunger. Oh, warte mal, komm, ich will schaukeln, warte. Oh ja, mach mal gerade. Ich mach auch ein bisschen Feuer. Das ist doch allerliebst. Schön ist das. Auch schön, wie es so tropft und alles. Ja. Hier wird alles zubereitet. Ach Mensch, da wird die Mutti richtig versorgt. Hier das lacht jemand, hörst du das? Habe ich gerade noch nicht gehört. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ob es hier irgendwo weitergeht. Weil die Höhlen ja alle so skurril sind immer. Was ist denn das? Oh. Gut, hier liegt lauter Geld rum. Ich habe es gerade genommen. Ich weiß nicht, ob du auch noch Geld siehst. Oh ja, Geld. Das kann 421 Münzen. Ja, kann man später sehr gut brauchen. Cool. Kann man? Für was? Bomben. Ah. Das Geld ist quasi so schrapnellmäßig unterwegs dann. Okay, cool, cool. So, ich gehe mal hier hoch gerade. Okay, wir kriegen Besuch. Und was leuchtet denn so krass? Vorsicht. Oh, ich würde hier echt gerne speichern. Kann sein, dass wir unten krepieren. Meinst du? Weiß ich nicht. Kann schon sein. Ah, fuck. Der hat dich ausgelacht, hast gehört. Boah, das dulde ich nicht. Alter, die sind so flink. Ich glaube, die mit dem Bogen wird schwierig, ne? Ja, aber ich werde es natürlich trotzdem versuchen. Und der hat dich wieder ausgelacht. Ah, verdammt, fast ein Headshot. Okay, wir müssen die klein kriegen. Und krass, wie viel Hunger man kriegt. Du hast auch noch so Schokoriegel und so hast du alles noch, ne? Tobi, ja. Tobi, was machst du denn? Bist du wahnsinnig? Das sind zu viele. Nee, das sind zwei, drei Stück. Das geht. Ich bin zu sehr auf Safety bei Survival geht. Games. Mann, die gehen mal auf... Ach, Alter, ich, was machen die denn? Wie so eine Horde Affen. Du Arsch. Jetzt ist es Schluss hier. Nice. Oh, Vorsicht. Huch. Voller Schuhmacher. Was ist denn los? Ich mal die Pfeile so, gerade wieder. Da kommt er. Oh, der hat einen schönen Pfeil im Nacken. Jetzt hat er noch einen. Geil. So, die Pfeile hätte ich aber gern wieder. So. Pfeile, vielen Dank. Theoretisch kann man die natürlich auch burnen. Boah, ich hätte echt Durst hier. Gibt es hier nichts zu trinken? Jetzt habe ich nichts mehr oder was? Du hast bestimmt noch Cola. Nee, habe ich nicht. Hast du keine Cola mehr im Inventar, meine ich? Nein. Aber egal, ich finde bestimmt noch irgendwas. Okay, hier ist nochmal Medizin. Alles gut. Da ist noch irgendwas Großes, glaube ich. Was ist das? Hörst du das? Ja. Oh, was ist das hier hinten? Warte mal, hier liegt irgendwas. Also einfach nur so ein Lichtding. Den würde ich gerne mitnehmen. Und hier ist irgendwas Großes. Ja, sag ich doch. Ja, was für ein ungeiles Geräusch, lieber Tobi. Und wir können speichern hier. Mhm. Hier. Oh ja, gute Idee. Ich mach mal Speicherstand 2. Geil. Ja. Oh, das macht voll Spaß, Tobi. Ja, Mann. Gott, ich liebe dieses Game. Auch nach 1000 Jahren. Oh, geil, noch mehr Pfeile. Und Dynamit, nice. Und noch mehr Benzin. Du weißt, was das heißt, wenn du solche Sachen vorher findest. Also, ja, wir sind tot, Tobi. Cool, okay. Okay. Ich will hier nicht runtertauchen. Was ist das?
Wir können ja, glaube ich, auch gar nicht runtertauchen, weil uns das Ding dazu fehlt noch. Wir brauchen ja noch diesen... Scheiße, wie heißt das Ding nochmal? Hörst du das? Hey, ist doch irgendwas. Als wäre so ein riesiger Maulwurf unter der Erde. Ja, da kann man nicht runtertauchen. Wir brauchen erstmal das Tauchgerät. Echt, können wir da nicht runtertauchen? Also wir können schon tauchen, aber wir kommen da nicht durch. Ah, okay. Wir brauchen unbedingt das Tauchgerät. Und dann müssen wir wahrscheinlich Muschi-Klaus nochmal besiegen, aber gut, wenn wir das jetzt schon geschafft haben, ich meine, hey, Tobi. Also, wie bei Muschi-Klaus ist schon ziemlich lame. Ja, also ganz ehrlich, das war natürlich keine Herausforderung. Für alte Veteranen wie uns. Warte mal, hier ist noch eine Kiste. Nichts. Aber weißt du, eigentlich kann man hier noch ein paar Leute mitnehmen und Knochen sammeln, oder? Ja. Dann nehme ich auch noch mal einen mit. Wenn die schon mal da sind. Ja, ansonsten, haben wir irgendwas übersehen hier? Nee, ne? Ja, ich glaube, es ging ja hier vorne noch rechts rum, ne? Also da konnten wir ja noch einmal nach unten. Ja gut, das stimmt. Hier hinten haben wir alles gemacht. Das Ding ist, diese Höhlen sind ein verfluchtes Labyrinth und manchmal sieht man gar nicht, wo es so noch lang geht und dann erstreckt sich da aber wieder ein ganz neuer Abschnitt. Das ist manchmal echt schon gemein gemacht. Kann auch sein, dass wir es übersehen haben. Oh fuck, ich habe voll Hunger und Durst. Ärgerlich. Ah, schön. Ach, nice. So. Schmort in der Hölle. Kann ich einen fallen? Ja, ich kann so dann nicht fallen lassen. Schade, sonst würde ich dir jetzt einen geben. 4 Treibstoffkanister. Füllt die Kettensäge wieder auf. Oh, Junge. Aber ich glaube, der Soda hat der Trinken auch weggemacht. Der Soda hilft bei gegen Durst, klar. Ah, okay. Ah, 2 Alkohol gesammelt. Stimmt, jetzt kann ich hier sammeln. Jetzt habe ich ja Modis gemacht. Cool. Ah, dieses Knackgeräusch hört sich ja wieder super an. Ja, wunderbar. Guck mal. Oh, das Lagerfeuer ist weg. Kannst du den Rest Knochen mitnehmen? Vielleicht gleich? Ja. Cool. Vielen Dank. Achso, wir müssen aber wieder zurück, ne? Wir können halt da hinten noch runtergehen. Ja, komm. Theoretisch gesehen. Ja, machen wir das doch mal, oder? Wenn wir schon mal da sind. Aber ob wir das wollen, ist natürlich die andere Sache, ne? Ach, was soll's. Komm, Tobi. Alles klar, let's go. Was soll's. Ich hab das Seil gleich unten zu Ende. Meine tot. Oh, ja, ähnlich. Boah, ich dachte gerade schon. Ja, habe ich auch gedacht. Hui, schaukeln. Oh, hier kommt Dynamit hin. Warte, du hast ja welches, ne? Ja, ich muss mal ganz kurz gucken. Ah, es sind Leuchtfackeln, ist kein Dynamit. Ih, roher Hase verdorben. Roher Hase frisch, rohe Echse essbar. Aber ich habe leider kein Dynamit. Scheiße. Ah, Metalltablett. Gegenstände tauschen. Warte mal. Tobi? Ja? Bitteschön. Sir? Oh, danke, danke, danke. Das ist ja nett. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Schmackhaft, schmackhaft. Wirklich köstliches Soda. Gibt doch eine Errungenschaft. Be nice heißt die Errungenschaft. Warte mal, dann will ich jetzt mal auch mal, warte. Ach so, ja. Wie kann ich das jetzt da drauf? Ach, das muss man kombinieren, oder? Genau, was? Kombinieren einfach. Rechte Maustaste in der Mitte cool. Und rechte Maustaste was drauf. Oh, fuck, das war falsch, warte. Ich frage mich, was Tobi mir geben wird. Hier, Erik. Oh, das ist aber lieb. Ist es ein verdorbener Fisch oder ein frischer? Nein, der ist sogar frisch. Cool. Ja, natürlich ist er frisch, Erik, bitte. So. Ja, Dynamit habe ich leider nicht. Das ist ein bisschen doof. Dynamit müssen wir noch holen. Was denn? Kann auf einem Camcorder angesehen werden? Was? Kassette? Es gibt einen Camcorder? Wusste ich auch nicht. Kassette, die mit Mittagessen mit Megan beschrieben ist, kann auf einem Camcorder angesehen werden. Was? Ach, lol. Okay.
Na gut, wollen wir später wiederkommen? Ich meine, jetzt momentan. Ja, würde ich sagen, oder? Jetzt momentan macht das ja nicht so viel Sinn hier. Aber wo finden wir einen Camcorder? Ja, das weiß ich noch nicht. Wir brauchen auch noch das Atemgerät für Unterwasser. Das brauchen wir auch noch. Kann man das craften oder findet man das irgendwo? Nee, das kannst du nicht craften. Okay. Das wäre schön, aber ich glaube, da müsste man schon technisch sehr versiert sein. Medizin brauche ich gerade nicht. Alkohol gibt's hier nicht, okay. Ja, wir müssen hier später nochmal rein. Eigentlich müssen wir uns aufschreiben, was wir brauchen, um hier reinzugehen. Also einmal ein Tauchgerät und einmal Dynamit. Gut, Tauchgerät, Dynamit kann man sich merken, das ist aber direkt bei uns die Base, ne? Genau. In der Höhle. Da, ja, das geht. Ja, aber wer merkt sich das denn, Tobi? Ganz ehrlich. Also bitte, ich bin ja wirklich der Brain, Alter, ja. Ach so, okay, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Ja. So. Wenn man keine Ausdauer mehr hat, rutscht man wieder am Seil runter, das wär's ja. Tod für immer. Ich komme. Ich komme. Ja, mach doch einfach mal. Hey. So. Boah, ich sehe nichts einfach. Es ist so dunkel hier. Wo ist das Seil? Ach, da drüben. Okay. Ja. Aber nicht runterfallen. Nee. Du hast Hunger, wenn du was zum Essen. Alles klar. Boah, die Höhlen sind so geil einfach. Die sind inzwischen so gut und es gibt immer was zu entdecken. Oh. Das ist halt echt krass. Da. Und dass die immer noch Updates fahren, weißt du? Ich dachte, mit der Story ist dann irgendwie Ende und die machen da vielleicht ein paar Patches, Bugfixes, irgendwie sowas. Aber dass sie ja immer noch Neues hinzufügen und immer noch aktiv sind, boah, ich finde das so geil. Das ist halt echt cool. Du merkst halt richtig die Liebe auch zu dem Spiel einfach. Ja. Von den Entwicklern. Und es kommt jetzt, ist ja auch für PS4 jetzt rausgekommen und ich glaube, für die Xbox ist es schon draußen. Ich weiß es gar nicht. Weiß ich gar nicht. Aber ich hoffe, PS4 ist es jetzt rausgekommen. Ich hoffe, von Endnight werden wir noch ein bisschen was sehen. Also vom Hersteller. Das wäre halt cool. Boah, gerne. Alter, wie hoch das hier geht, Alter. Also wie tief das hier ist, meine ich. Also beides. Und draußen ist gerade Nacht, scheiße. Oh. Naja, vielleicht können wir da schlafen. Ich weiß noch nicht genau. Ich hoffe, wir werden oben nicht vom Komitee begrüßt. Wo waren Sie? Ja, wir haben eure Mutter umgebracht, Freunde. Ah nee, ist doch nicht Nacht. Cool. Boah, es ist hell. Boah, schade, dass es nicht Nacht ist. Boah. So, Feuerzeug aus. Die Luft hier oben ist aber definitiv frischer. Ehrlich. Oh, schön. Ich liebe Spiele, wo du das so richtig merkst. Oh, warte. Alter, willst du mich verarschen? Boah, was? Der rennt ja unter dem Wagen durch? Jetzt reicht's mir. Survival. So. Kannst gegen Stein laufen, wie du willst. Das Coole ist, mit der Lurchhaut kann ich mich ja schön auskleiden. Ich habe mir noch gar keine Armor daraus gemacht. Mit der Mutantenhaut übrigens auch. Ich guck mal, ob ich das Dach jetzt machen kann. Erstmal die Knochen wieder loswerden. Nice. Ach ja, ich habe ja auch noch welche, warte. Ja, nice. Hier aber der letzte Abschnitt da. Ah, oh, 3 Stück fehlen. Oh, naja, nächstes Mal. Enttäuschend, ist wirklich enttäuschend. Enttäuschend. So, hier muss ich irgendwie die Decke wegreißen. Ich weiß aber echt noch nicht wie. Blöd. Ja, was ist das denn mit dem Koks-Hase hier? Was? Der ist ja richtig am Eskalieren. Was? Der hat die ganze Zeit im Kreis und hin und her und zickzack. Wenn ich das hier irgendwie abbrechen könnte, scheiße. Achso, Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Ich dachte, was passiert denn jetzt? Weil die Gänse unter mir gerade losgeflogen sind. Ich habe die ganze Zeit nach oben geguckt, hab die nicht gesehen. Oh. Ich sag doch, töten. Ja, die kommen ja eh mal wieder. Ja. Schissel. Okay. Wie komme ich denn da jetzt hoch?
Hit me, baby, one more time. Ja, sieht schon ganz gut. Hä? Hier oben ist ein Pfeil. Also im Grund ist hier oben ein Pfeil. 4 Armbrustbolzen gesammelt. Naja, warum nicht? Hä? Okay. Ah, wir haben Besuch da hinten. So, das funktioniert super auf die Plattform. Ich krieg das Dach nicht weggerissen. Ich muss das Dach aber wegreißen. Wie nicht weggerissen? Geht das nicht mehr, oder was? Normalerweise kannst du mit C ja abbrechen, aber hier geht das irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Ich finde nicht wo. Kann ich die Baumstämme, kann ich die irgendwo reinhämmern? Nee, ne? Vielleicht in der Ecke hinten beim Hammer? Vielleicht kannst du da abbrechen? Habe ich geguckt, ging aber nicht. Muss ich vielleicht irgendwie eine Treppe bauen oder irgendwas da hinlegen, dass ich vielleicht auf die Wand springen kann und dann... Und warum ist diese Wand hier so schief? Sieht so furchtbar aus. Wo ist denn der Baumstamm hin? Ich habe einen Baumstamm abgelegt, der ist einfach verschwunden. Ach, da... Okay. Ist klar. Mal gucken, ob es geht. Okay, das hat nicht geklappt. Tobi, was machst du gerade? Ich sammle gerade Bäume. Ah, cool. Fug, Mann. Wieso komme ich da nicht drauf? Ah, hier kommt man gar nicht durch. Doch, hier komme ich hier durch. Wenn ich hier draußen vielleicht einen Steinzaun machen würde? Wie in guten alten Tagen? Au. Es muss ja nicht immer Knochen sein. Felswand. Hier. Felspfad, Knochenzaun, Stockzaun. Ich mach Fels. So, was ist... So, nein. Nein. Ja, das könnte schon eher gehen. Da müssten wir hier theoretisch irgendwo wieder raus. Wobei, das mache ich dann anders. Vielleicht kann ich dann so eine Treppe da oben lang führen eventuell. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Oh, das geil wieder, ja nice. Manchmal ist das ein bisschen blöd, weil diese Dinger hier, dieses Schubkarren-Ding, ist manchmal ganz schön verbuggt. Finde ich nicht gut. So, jetzt brauchen wir nur noch wie viele Steine? 188 Steine. Was? Das geht doch. Können die Baumstämme schon auf die Dächer drauf, aufs Dach oben drauf gemacht werden? Nee, bitte nicht. Ich will das Dach ja irgendwie wegkriegen. Ah, okay. Ah, okay, ich habe ein paar Steine. So, kann ich jetzt hier vielleicht schon mal, wenn ich eine so eine Riege mache, vielleicht... 17, okay. Wenn ich eine so eine Riege mache, komme ich vielleicht auf den Zaun drauf. Wer hätte gedacht, dass sich die Höhle so schnell deeskaliert, dass wir jetzt wieder hier draußen sind und wieder bauen? Ja. Das ging jetzt doch relativ schnell. Ja, die Bauern sind aber cool. Ich habe auch noch ein paar Steine. Ah, sehr cool. Also ich brauche auf jeden Fall die erste... Was denn? Wow, hier sind ja 4 Steine. Ja, ich sammle hier gerade noch ein paar. Hier sind eigentlich immer genug. Das wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, insgesamt. Hier ist leider immer so viel Natur, dass man die Steine nicht sieht. Das ist natürlich ärgerlich. Die armen Steine, die sehen doch gar nichts von der Welt. Ja, deswegen mache ich hier gerade die Büsche ein bisschen weg. Weil das halt sonst echt schade ist für die arme Steinpopulation. Die sind halt schon traurig auch. So, hier so ein Steinchen. Oh, Aloe Vera. Das Geheimnis meiner Schönheit.
Da drüben ist noch ein Campingplatz, den hatte ich ganz vergessen. Cool. Ein Campingplatz? Jo. Mit Koffern. Momentan brauchen wir aber nichts, ne? Da lass, ich lasse die Koffer erstmal zu, da, weil ja, momentan brauchen wir nichts. Hier sind echt viele Koffer. Und ein Pilotensitz, den man leider nicht mitnehmen kann. Und ein Topf, falls man den braucht. Das da ist ein Fels. Oh, Geld. Bargeld, sehr gut. Noch ein Stein. Du kannst nicht mehr tragen, Steine. Okay, schade. Noch mehr Geld. Ja, gut, dass sie das Geld gesammelt haben. Das ist hier viel wert auf der Insel. Ich frage mich, wenn man wieder entkommt. Man hat zufällig 1 Million Euro auf Tasche, die man hier im Wald gefunden hat. Dann ist man eigentlich wieder in der Zivilisation. Theoretisch, wenn man entkommt. Und ist dann plötzlich Millionär geworden. Und sie können das auch. Ich frage mich halt, ob einem das Geld abgenommen werden würde. Warum sollte es denn? Weiß ich nicht. Gibt doch bestimmt wieder irgendeine Gesetzeslücke, warum wir das machen dürfen. Man hat es ja gefunden im Wald, ne? So, sehr cool. Aber das gehört ja dann wahrscheinlich irgendjemandem. So, naja. Und wenn es irgendjemandem gehört und sich keiner meldet, dann gehört es dem Staat. Hast du gerade irgendjemandem gesagt? Irgendjemanden, ja. Ah, okay. Dann wollte ich nur sicher gehen. Na, ich sag das jetzt immer, Erik. Ja, okay. Und irgendwann wirst du das auch merken. Oh, ich bin oben. Ich bin oben. Ich bin oben. Und ich kann nichts abbrechen. Ich verstehe es nicht. Sieht auch alles ein bisschen krumm und schief aus, aber das wäre mir egal gewesen. Oh, ich habe echt Hunger. Oh, Junge. Oh. Wieso? Wo ist denn hier der Punkt, wo man Sachen einfügen kann in die Decke und alles? An dem Hammer ist es nicht, ne? Nee. Also ich latsche hier gerade alles ab, an den Rändern zumindest. Und ich finde einfach nicht den Punkt. Ich verstehe es nicht. Ist das vielleicht ein Bug? Muss ich vielleicht wirklich nochmal vom Server runter und dann nochmal neu oder was? Könnte ich mir gut vorstellen. Das ist doch kacke. Hast du irgendeinen Punkt, wo er dir sagt, dass du die Baumstämme da einfügen kannst? Warte mal, ich muss ja erst wieder aus dem Wasser rauskommen. Ja. Scheiße. Ja, geil. Da jetzt. Geil. So, muss noch was essen unbedingt. Findest du da irgendwas? Nö. Kann auch, wenn ich eh drücke, passiert doch nichts. Ja, das ist jetzt ja irgendwie nicht so geil. Nö. Ja, dann haben wir jetzt... Da passiert gar nichts hier. Dann haben wir eine Decke, die man gar nicht ansprechen kann. Oh. Das ist irgendwie... Das habe ich so noch nicht erlebt bei Forest und das ist auch irgendwie uncool. Von außen geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, sonst hätte ich ja von oben auch gekonnt. Ja, das ist jetzt aber natürlich doof auch. Hier. Oh, hier außen hast du schon was gefunden. Nee, wo denn? Warte mal. Da habe ich gerade gesehen, du hast einen gesetzt. Hier. Hier, wenn du hier hochspringst. Hier in der Mitte. Oh! Heilige Scheiße, wie soll ich denn... Ich kann das nicht abbrechen. Das ist doch bescheuert. Warte mal, ich leg mal ganz kurz hier einen Baumstamm hin. Vielleicht kann ich da ja draufsteigen. Wo waren das nochmal? Mittig, relativ mittig. Warte, ich schieb den Baumstamm mal zu dir. Ah, hier, warte. Hier auf der Falz hier quasi. Warte, ich muss aber noch weiter nach vorne, glaube ich. So, hier. Ja. Boah, hä, das ist aber richtig... Das ist doch richtig kack. Nee, krieg ich nicht. Ich kann nicht lang genug C drücken, dass es abbricht. Er fängt es zwar an, aber ich krieg's höchstens ein Viertel. Kann dir eine Holzbank hinstellen.
Ja, ich weiß nicht, ob wir die wieder abgerissen kriegen. Das ist das Problem. Ach so. Okay. Ist doch wirklich genau hier, also auf der Hälfte von dem Ding. Ich könnte vielleicht versuchen, hier irgendwie eine Wand zu ziehen. Warte mal. Eigene Wand. So. So. Dann könnte ich auf der Wand entlang balancieren. Verstehst du? Das könnte vielleicht klappen, wenn du Glück hast. Aber wahrscheinlich fehlt dir genau ein Zentimeter. Wahrscheinlich ja. Als Risiko würde ich eingehen. Ich weiß nicht, ob das geil ist. Aber naja, dann hätten wir zumindest hier eine Wand, die die Räume trennt so ein bisschen. Und dann wüsste ich auch ungefähr, bis wohin ich die Decke mache. Naja, was soll's. So, ich werde gleich verhungern. Oh nein. Gonna eat something. Hab leider nix. So. Die mal hier hin. Ich hol mal noch die anderen Frauen aus und leg dir was auf den Grill. Ah, super. Du bist natürlich ein Engelchen. Na klar, ey. Super Typ, dieser Tobi-Mann. Wird es gleich schön dunkel, das ist natürlich nicht so geil. So. Ist doch immer so. Im Leben. Huch. So. Ja, auch hier drin ist noch relativ dunkel. Was ist das denn da eigentlich? Wieso hat er denn hier noch ein Dingens hingesetzt? Egal, habe ich da mal. Oder? Kann man doch so machen. Hier so ein Vorraum, ne? Und dann. Ja, doch. Und hier hinten. Geh ich immer dein Essen essen. Ja, das mache ich. Kann nicht mehr rennen, hab keine Ausdauer mehr. hey, nicht so schnell, bitte. Ist das dunkel hier? Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr. Stimmt. Ah, wie gut. Oh, lecker. Und hier nochmal ein Schlückchen Wasser. Ah, jetzt geht's mir wieder richtig gut. Oh, Träumchen. Habe ich noch? Verdorben, essbar. Okay. Ich sollte auch mal Sachen auf den Grill legen, glaube ich. Aber die hier muss leider weg. Ablegen. So. C. 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 Dieser Kopf, Alter. So. So, wenn ich jetzt wieder nach oben komme, ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. So. Hä? Ach, leck mich doch. Ich hasse es. Moin. Nee. Oh, es ist einfach. Ah, ist immer so ein Glücksspiel hier mit dem Springen. Du. Das darf doch nicht wahr sein. Einmal hat es geklappt und jetzt nicht wieder. Was? Der wird auch aggressiv gerade. Oh, mir ist kalt. Dir ist kalt und du bist nass. Wieso bin ich denn nass? Und du weißt ganz genau warum. Gut, aber das habe ich noch niemandem gesagt. Ja, warum bin ich denn nass? Ja, Erik, was machst du denn da? Ich weiß auch nicht genau. Ja, das ist ja voll widerlich, auf den Steinen rumzuhüpfen. Ja, ist es auch. Aber anders komme ich ja nicht hoch.
Ah, na endlich. Ja, nice. Jetzt ist auf alle Seiten runtergefallen. So, ich hoffe, das klappt. Ja, ja, ich glaube, das müsste das Richtige sein. Ja, Mann! Sauber! Hat funktioniert. Geil. Ja, sauber, da freue ich mich doch glatt mal an Ast. Super. Oh. Freude! Freude! Freude, schöner Götterfunken, Elysium. Jetzt müsste ich aber noch hochspringen und da wieder das neue Ding drehen, das neue Ding hinlegen. Aber mir ist erstmal kalt gerade. Dir ist kalt und du bist nass. Bau ein Feuer, um zu wärmen dich. Naja. Ich glaube, wir können immer abspeichern und noch schlafen, glaube ich. Das wäre, glaube ich, eh eine gute Idee. Und dann müssen wir sowieso auch über das Folgenende nachdenken. Richtig. Ich weiß, du willst nicht, aber wir müssen. Ich weiß. Es hilft ja nicht. So. Ah, ist schon viel besser. Ah, angenehm. Schön. Sieht aus wie Fischkopf. Ah, sehr angenehm. Ah. Das darf nicht wahr sein. So. Neben mir sitzt und einfach brennt. Ach Mann. So, Schädellampen. Schädellampen wir auch noch brauchen. Ja, so dieser stinkige Lurch, der da abgelaufen ist. Lief da gerade was? Eigentlich sind Vögel. Okay, ja gut, dann schlafen und abspeichern, ne? Ja. Let's go. Also erst speichern und dann schlafen? Nee, erst schlafen. Sonst müssen wir nächstes Mal, wenn erst wir laden, schlafen. Ne, dann müssen wir, ja, und so. Okay. Geil. Oh, nice. Viel besser jetzt. Sieht richtig lebensbejahend aus jetzt. Kann man machen. So, dann speichere ich nochmal. Zack. Ja, überschreiben. Sehr gerne. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war unsere erste Aufnahmesession. Und dafür haben wir schon ein bisschen was geschafft, muss ich sagen. Das hat mega Spaß gemacht. Ne? Und wo das herkommt, da gibt's noch viel mehr. Geil. Es sieht halt echt aus. Es sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Boot, ne? Ja, so ein Hausboot, ne? Also halt auf Stelzen halt. Voll gut. Voll geil. Also da können wir noch ein bisschen was machen. Ich bin gespannt. Fishing-Gründe kann man theoretisch auch, hatte ich überlegt, ob man da vielleicht noch so ein Plattform hinmachen kann mit einem Loch drin. Du kannst so Löcher bauen in Plattformen. Das könnte theoretisch gehen. Aber gut, das machen wir als nächstes Mal. Auch ein zweites Stockwerk würde ich irgendwie gerne draufkleben. Plus Dachterrasse. Da können wir bestimmt noch was machen. Klar, das wird noch ein richtig heißes Ding, der Dahlia da. Richtig. Und das haben wir jetzt schon alles geschafft. Und dann können wir ja bald auch Timmy holen gehen. Jetzt waren wir auch schon in der Höhle drin, haben einen Muschiglaus besiegt. Gar nicht mal so eine schlechte Bilanz. Geil. Mega. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahmesession, wenn wir alles das wieder vergessen haben. Geil, tschüss. Super, bis dahin, tschüss. Ciao.